willkommen zu Far Cry, meinem Let's Play ab dem Kanal The Nerdware of Life. Wir haben jetzt so eine Entscheidungsmissions-Bla-Dings zu... Was passiert da denn? Habt ihr das gesehen? Was hat der Adler in der... Der hat so eine Sau mit nach oben genommen. Okay. Ja, wir müssen so eine Entscheidungsmission hier auslösen, indem wir halt mit ihm hier und der Frau reden und dann bestimmen, welche von den beiden wir dann halt ja, helfen. Sie ist der Meinung, also es sind halt Informationen aufgetaucht. Gleichzeitig natürlich sind irgendwelche Leute in Geiselhaft genommen worden. Sie ist der Meinung, die Informationen sind wichtiger, weil man mit den Informationen halt voranschreiten kann. Also beziehungsweise irgendwas Wichtiges herausgehen kann, Schwachstellen, schätze ich mal, des Gegners, um da halt einen Angriff vorzuführen. Sie ist mehr so die offensive Kraft. Und er hier, Sabal heißt er, glaube ich, er hier, ja genau, darf ich vorstellen? Amita. und Sabal ist halt der eher defensivere. Er ist jetzt in der Situation, dass halt, wie gesagt, Leuten des Goldenen Pfades als Geiseln halt gehalten werden und er möchte die halt befreien, damit die nicht sterben. Weil er sagt halt auch, keine Soldaten, keine Mission, ne? Hat er auch recht, ich bin auch seiner Meinung. Aber es ist immer leicht, so sowas zu sagen. Wie kann ich helfen? Hier kann man das mal schnell entscheiden. Eines unserer Lager könnte überrannt werden. Keine Ahnung wann. Aber es gibt ein Blutbad. Ich muss ihnen jede mögliche Hilfe schicken. Willst du also helfen? Dann mach dich auf den Weg. Ja, das ist seine Meinung. Machtverhältnismission Sabal möchte, dass du die Rebellen in einem nahegelegenen Camp des Goldenen Pfades beschützt. Wenn du diese Mission annimmst, lehnst du Amitas Mission ab. Bist du sicher, dass du diese Mission annehmen möchtest? Ja, bin ich. Die wird sauer sein. Oh je, oh je, oh je. Das Camp ist ein bisschen weiter entfernt, aber ich habe ja den Gyrokopter hier stehen. Damit können wir auf jeden Fall schon mal in die Nähe fahren. Schnell starten Sie. Oder wo wir nicht mit dem Bus umfährt. Oh, ich habe einen Fähigkeitspunkt, das bedeutet, ich habe jetzt zwei. Und mit zwei kann ich hier gleichzeitig laufen und nach. Noch höher. Ich muss ein bisschen aufpassen. Wenn ich zu viel fängt das Ding dann Ärger zu machen. Das ist eine schöne Sache mit dem Gyrokopter hier. Das hätte ich auch gerne für zu Hause. Du hältst Schützenhilfe von Rebellen des Goldenen Pfades, die für dich kämpfen. Du benötigst Marken, um sie zu rufen. Um Marken einzusetzen, drücke V und wähle Schützenhilfe rufen. Mit V gibst du deinen Rebellen den Befehl zu warten und zu folgen. Weitere Details findest du im Taktik-Video. Okay. Dann werden wir ja sehen, ob ich Schützenhilfe brauche. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt der Angriff noch. Das wird mich ja ganz beruhigt.
Jay. Schön, dich zu sehen. Wir sind bereit für die Bastarde. Nimm dir die Minen oder geh in das Geschütz. Zeigen wir es denen. Jäger sind leise und tödliche Einheiten, die über Pfeifen miteinander kommunizieren. Sie können dich durch die Vegetation sehen. Jäger bleiben für einige Sekunden markiert, bevor die Markierung verschwindet. Sie können Raubtiere beschwören, die sich anstelle von Soldaten angreifen. Die dich. Sie können Raubtiere beschwören, die dich anstelle von Soldaten angreifen. Töte sie, um die Beschwörung aufzuheben. Ich bin bereit! Das ist Maschinengewehr. Also, boah, und der Gyrokopter steht genau im Weg. Das habe ich ja wieder richtig. Die können von überall kommen. Und ich habe nicht genug Munition. Haha. Das Ding rumst aber. Meine Fresse, rumst das Ding. Oh. Na, schaffe ich das noch? Oh, noch eins. Wo sind die? Kann ich sehen. Ja, das sieht übel aus, Leute. Das sieht übel aus. Heieieieiei. Denkt dran, die können von überall kommen. Ja, sehr schön. Bald hier. Es sind Jäger! Da kommen Jäger! Scheiße, sie schicken Jäger! Verschwende keine Zeit! Schieß einfach sofort! Hier! Der Feind ist hier! Okay, das Sie kommen aus dem Westen! Falsch lokalisieren! Das wirst du büßen! Alter, wie kann denn da von der Seite jemand schießen? Alter, das gibt's nicht.
Zu viele Rebellen sind gestorben? Meine Herren, die haben Probleme, ey. Zu viele Rebellen sind gestorben. Jo, alles klar. Ich darf mir das jetzt immer wieder angucken. Ach, das wird nochmal richtig lustig. Macht euch auf alles gefasst. Schade, dass ich keine... Schneller, wir werden bald hier sein. Ja, dass ich hier keine Claymores habe. Denk dran, die können von überall kommen. MG-Match! Oh, jetzt bin ich hier runtergefallen. Willst du mal nachladen, bitte? Ja gar nicht. Mann, oh. Oh, das wird nicht einfach. Ich habe einmal versucht das noch und dann muss ich leider abbrechen. Denk dran, die können von überall kommen. Hier, ne? Gucken, was das bringt. Geh mal einer ans MG, Mensch! Das sind Jäger! Mädchen, die sind schnell und schwer auszumachen! Töte sie! Ich werfe eine Granate! Noch mal ein paar hier auf der Seite. Ja, ich glaube, ich habe irgendwie. Ah, so scheiße. Ich bin einfach den Typ nicht tot. Das sieht traurig aus. Aber wir sind für diese Mission noch nicht bereit, Jungs. Deswegen breche ich das Ganze mal hier ab. Das hat so keinen Sinn. Ich weiß nicht so genau, was mir fehlt, aber es fehlt mir auf jeden Fall einiges. Claymores zum Beispiel fehlen mir. Ja, wie es dann weitergeht, das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen, weil diese Folge ist vorbei. Daumen nicht, wenn ihr ein Zeichen setzen wollt oder kommentiert.
Wenn ihr was zu sagen habt oder abonniert diesen Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Ja, euer DigiHeld. Tschüss.